ist ja kein Stuhl. Warum steht da Hocker? Oder was ist das? Terrassenstuhl mit Muster. Hä? So, da haben wir einmal hier eine Ablage. Da vorne kannst du nichts hinstellen, weil da fliegen die Leute ins Wasser. Oh, schon wieder. Warum gibt es da nicht immer die gleichen Muster dann? Dein Budget? Ja, ja. Lass mich du mit meinem Budget in Ruhe. Das ist mein Budget. Aber kann man dann auch nichts mehr aufstellen? Doch, ne? Das zahle ich halt dann alles aus der eigenen Tasche. So. Noch eine große Terrassensonnenliege. Besser gesagt zwei. Bisch. Mach. Oder zählt es da vorne dann auch noch mit dazu? Nee, ne? Irgendwie seltsam, oder? Das so hier einfach mal runterfallen. Ich bin die ganze Zeit nach einem schönen Regalsystem am Suchen mit Türen, was nicht IKEA Presssparen ist. Welcome back. Dinger hinmachen. Soll ich da vier solche Lampen aufhängen? Die hängen jetzt überall in die Ecken rein. Schön unauffällig. Noch eine da hinten hin. So. Ein moderner Lichtschalter. So, mal davon ausgehen, dass ich hier rauskomme. Oder da. Hab's gerade gesehen, dein Zompiercer-Part heute ist fast 40 Minuten lang. Du holst mich echt bald ein mit dem Let's Play, obwohl ich über eine Woche vorher hochgeladen habe. Ich schaue nicht auf die Zeit. Manchmal dauert's halt dann einfach so lang. Vor allem manchmal vergesse ich auch total die Zeit. So ein kleines bisschen indirekte Beleuchtung, das passt schon, ne? Aber ist der echt 40 Minuten lang? Also ich dachte, dass keiner länger ist wie 30, vielleicht 33, 34 Minuten. Aber naja. Wandlampe Pixel. So, jetzt auch noch eine Wandlampe. Mal noch eine hin. Vielleicht hier noch eine, so als Leselampe. Achso, geht nicht wegen dem Stuhl, oder? Doch, geht. Ist immer so blöd, wenn du so Sachen installieren musst, wo du nicht weißt. Warum überhaupt? Vor allem, die kann ich ja gar nicht mehr. Naja, ist egal. So, das ist ganz wichtig. Und zwei große Laternen hier noch.
sind eigentlich so Bodendekorationen, ne? Auch Staubfänger. So. Habe ich jetzt alles erledigt? 97% des Auftrags. Also, Shalom dann. Tschüss, Servus, ciao. So, ihr Lieben, ich verabschiede mich für heute. Habt noch einen schönen Abend. Alles klar, danke, dass ihr dabei warst, Putzperle. Das soll mich halt erinnern, nicht so ewig zu überziehen, weil ich vergesse, auf die Uhr von OBS zu gucken. Die ist so klein. Ups. Ah ja, das mit dem Vergessen kenne ich. Da piept dann immer mein Wecker. Das ist schon ein paar Mal auf der Aufnahme. Ja, ich hab's schon gehört. Das ist auch zu schön, wenn du dann immer sagst, so, und jetzt mache ich mal den Screenshot. Und dann hörst du dieses Snap von der Kamera. Ja, den Teil 56, den ich heute noch geladen habe, ist auch 28 Minuten lang, weil der Cut sonst ungünstig gewesen wäre. Ah, so, ihr Lieben. Schönen Abend noch. Und wenn ich dann so vertieft im Spiel bin, vergesse ich die Zeit und erschrecke mich, wenn das Ding piept. Ich mach's bei den Aufnahmen wirklich immer so, dass ich im Grunde vorab einen Speicherstand mache. Leider habe ich es jetzt während der Aufnahme auch gemacht, dass ich nochmal gespeichert habe. Was ich eigentlich während einer Aufnahme auch nicht so unbedingt mag, ins Speichermenü zu gehen. Aber ich bin dann so, dass ich später mich nochmal in diesen Speicherpunkt reinlade, um dann meinen Screenshot in aller Ruhe zu machen. Weil dieses Kamerapiepen von Steam, das kann man ja zum Glück deaktivieren. Also ich mache auch sehr häufig Bilder während meiner Aufnahme. Dann hört man das nicht und man sieht es nicht. Das kannst du deaktivieren. Und manchmal bleibe ich halt dann einfach so stehen und sage mir, oh, das schaut so toll aus, während ich dann auf die Aufnahme klick, auf meinen Screenshot und keiner kriegt's mit im Grunde. Oder wenn ich dann hier so sitze, mich umschaue und mir denke, ah, sieht toll aus, mal kurz einen Screenshot gemacht und keiner merkt's. Ja, ich speichere selten im Spiel, nur wenn es sein muss. Also ich habe es jetzt halt gemacht bei Tom Piercer tatsächlich, weil mir da manche Situationen ein bisschen zu heikel waren. Aber ich habe schon gemerkt, ich habe mich bei der Villa ein bisschen zu dumm angestellt und mittlerweile, ich brauche eigentlich gar nicht so vorab speichern, weil die Zombies, die sind ja mit 4 Schüssen weg. Mich stört es überhaupt nicht, weiß nicht, warum manche drüber schimpfen. Achso, wenn im Spiel gespeichert wird. Ja, es ist aber immer so eine eigene Sache. Auch wenn es dich nicht stört als Zuschauerin oder als Zuschauer, dann ist es total egal. Aber für denjenigen, der eine Aufnahme macht, sind so Situationen dabei, wo ich dann immer denke, ob ich das jetzt hätte machen müssen. Ach, das muss ich mal gucken, wie man das ausschalten kann. Gehst du einfach auf Eigenschaften von Steam und da ist dann, glaube ich, ja, das ist auf jeden Fall das mit dem Foto. Kannst du dann deaktivieren, dass du den Zaun nicht hast. Die Villa ist heute mein Part. Auf die Dicken musst aufpassen, die hauen dich nieder. Bis jetzt hat mich noch keiner erreicht. Entweder die habe ich gespickert mit Pfeilen oder die brauchen 14 Schuss. Also fast 2 Magazine brauchen die. Das Beste war, als Pity nicht in den Raum kam, wo die Spuckerin war und dann wütend ins Zimmer stürmte und die platt gemacht hat. Ich hab heute einen Part von dir angeschaut, Pity. Da gehst du zu der Anglerhütte und ich hatte das eine Haus nach der Menschen, hatte ich das eine Haus gedacht, dass das Anglerhaus ist und habe überhaupt nicht mitbekommen, dass der Weg noch weitergeht. Also da muss ich auch nochmal zurück. Macht aber nichts. So, jetzt gucken wir mal, was fehlt denn hier noch? Also hier auf der Terrasse ist nichts. Im Garten ist doch eigentlich auch nichts weiter. Im Garten steht auch Auftrag beenden. Egal, wo ich dahin renne. Ah, vielleicht das Ding hier.
Gegenstand verkaufen. Aha. Das war's also. Weil ich mir nämlich schon dachte, die sind ja auch lustig. Jetzt muss ich da nochmal runter. Weil jetzt wird wahrscheinlich dieser komplette Schacht weg sein, ne? Vermute ich mal. Ach nee, nicht einmal. Ist halt dann einfach nur zu. Ah, und jetzt steht plötzlich hier Tür Moroi, alles klar. Ach, das habe ich gelesen. Ich wusste das auch erst nicht mit der Anglerhütte. Rambo Pity, ich hau mich weg. Ja, genau, wurdest immer getroffen, bis du keine Lust mehr hattest. Da traf sie dich nicht, aber platt war sie schnell. So, danke, Sound und Benachrichtigungen ausgestellt bei Thumbnail. Gut. Weil gemacht werden tut das Bild auf jeden Fall. Und, ja. Aber halt lautlos. Ja, genau, Rambo Pity passt da voll. Immer vorsichtig, immer ganz langsam und vorsichtig und dann stürmt sie vor. Gegenstand verkaufen? Ach, ich soll den Gegenstand verkaufen? Was ist dann mit dem... Was passiert, wenn ich mich jetzt da reinstelle? Geht nicht, ne? Hä? Ah, doch. Ah. Jetzt ist da dahinter ein Loch. Da hätte man doch irgendwas reinstellen müssen. Die hat aber auch genervt mit ihrer Spucker. Ich mag diese Spucker gar nicht. Also, die triffst du vor allem irgendwie nicht. Obwohl du voll auf die ballerst. Die gehen einfach nicht tilt. Keine Ahnung warum. Das war jetzt auf jeden Fall der Sound, ne? Dass wir es geschafft haben. Dass ich die Treppe hier nicht austauschen sollte, wundert mich ja schon. So, also ich muss sagen, mir gefällt das Haus. Ist sehr viel Holz, ich liebe Holz. Ich bin deswegen auch Schreiner geworden damals, weil ich gerne mit Holz gearbeitet habe und weil ich dieses warme Gefühl mag. Und das Haus, muss ich sagen, doch, das würde mir gefallen. Hier so direkt am Wasser... Klasse. Gut, einmal, zack, 100% erledigt. Für 28.000 möchtest du es jetzt beenden? Beenden. Fotografiere das Apartment. Ja, das mache ich aber auch auf jeden Fall. Auch hier, wenn jetzt das gerade durchläuft, dann mache ich immer bei jedem Bild, mache ich einfach einen Screenshot. Und später suche ich mir dann einfach das Beste raus. Da jetzt nicht. Aber hier zum Beispiel, schönes Bild, kann man super als Screenshot nehmen. Vor allem, es sind jetzt ja doch schon 3 Stunden, also es sind auf jeden Fall 5 bis 6 Parts. Mehr sind es sogar. So, ich muss mal was zu essen machen, hab Hunger. Alles klar, Cassiopeia. Dann guten Hunger, lass es dir schmecken. Ich dachte schon die ganze Zeit, wie will sie da rankommen und was macht Pitty Stirn vor und ballert sie weg. Lass es dir schmecken. Guten Hunger und danke. So, wir hatten ja hier noch Aufgaben in unserem rosa Zuhause, was sich hoffentlich bald ändern wird, weil das ist eine Katastrophe. Pflanzen auf jeden Fall außenrum setzen. Das war eine Sache. Dann hier alles mit Fliesen belegen, mit lila Fliesen. Rasenmähen muss ich auf jeden Fall. Ganz klar. Und für Pirimai eine Spielecke muss ich mir mal aussuchen. Aber ich denke, hier hinten könnte man was machen. Den Baum könnte ich stehen lassen. Den hier würde ich wegfällen.
Solltest du auch nah rangehen? Drücke E, um den Baumstamm zu entfernen. Gut. Der Baum ist beim Nachbarn. Alles gut. So, schauen wir mal. Da vorne war auch noch so ein Ding gestanden. Jawohl. Tschüss. Ab zum Nachbarn. Nach wunderbar. Das Ding würde ich auch wegtun. Hallo? Weg mit dir? Der da gefällt mir auch nicht. Der da vorne auch nicht. So, schauen wir mal, ob wir den auch zum Nachbarn rüberkriegen. Der fällt aufs eigene Haus. Aber wie schön der im Boden versinkt. Das könnten sie aber auch machen, ne? So, dass man dann den Baum fällt, dass man den dann zerlegen muss und so. Könnten sie gern machen, wegen mir. Jawohl, alles aufs Haus, na freilich. So. Das Ding hier noch. Hey, der kleine Futzel hier, der braucht mehr Schläge als der große und vor allem ist er laut. Na hallo? Die grünen Augen durch das Gräsle durchgucken, ne? Gut. Wenn ich allerdings hier die Spielecke mache, seid ihr Unkraut? Ihr seid Unkraut, ne? Dann sollte ich trotzdem irgendwie da hinten auch eine Tür hinmachen. Und da tun einem wirklich die Augen weh, muss ich sagen. Anschlüsse, Boden, Decke, Fenster, Leitern, Tippen, Türen. Ja, irgendwie so eine Schiebetür, ne? Mit getöntem Glas. Schauen wir mal, ich würde es aber vielleicht... Na doch, das passt dann schon. Dann so. Dann kommt man hier raus und kann dann hier gleich Spielplatz machen. Dann müsste aber der Baum trotzdem weg, dass man hier auch flächemäßig was hat. Jetzt gucken wir mal, wie laut der Trimmer ist, weil ich mag den Rasenmäher nicht. Der Rasenmäher ist so unhandlich, finde ich. Und der Trimmer macht ja doch trotzdem einiges weg, ne? Einfach mal hier so eine Ecke frei machen. So. Ja. Ich denke, da mache ich wirklich den Baum weg. Aber gucken wir mal, was es alles für Spiel
Zeug gibt. Soviel ich weiß, gibt es ja auch ein... Ich mag den Rasenmäher auch nicht. Soviel ich weiß, gibt es ja Schaukel. Es gibt so... Bei den Dingen muss man halt ein paar Mal öfters hin und her machen mit dem Trimmer, aber irgendwie gefällt mir der Trimmer gut. Der Rasenmäher ist halt wirklich, der ist so unhandlich. Irgendwie bleibt man da ständig hängen, wenn du keine komplett durchgängige Rasenfläche hast. Dann bleibt man da ständig hängen. Da, 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 da. So, Mauzele. Mauzale, Mauzale. Ich habe da letztens nochmal drüber nachgedacht und dachte mir so, ja, in Franken ist es, gibt es das Mauzale, aber das schreibt man anders. Da schreibt man quasi das hintere Teil, schreibt man dann mit wie Erle, Mauzerle. Mauzale, das wahrscheinlich habe ich deswegen nichts damit anfangen können. Katze. Hallo. Magst du dich mal hochheben lassen? Und darf ich dich mal da in die Ecke schmeißen? Dankeschön. So. Danke. Tschüss. So. Lass mir den Baum stehen oder nicht? Gucken wir mal. Also zum einen für den Außenbereich. Bodenbedeckungen ist klar, da kann man ja auch sowas machen wie Sand und sowas, ne? Hier, Sand. Sportdecken, was ist denn das? Ach, die hab ich glaube ich schon mal gehabt. Erholung. Genau, es gibt Doppelholzschaukel gibt's, es gibt einen Schwebebalken, es gibt ein Haus mit Rutsche. Es gibt einen ganzen Spielplatz. Wollen wir es eher in Gelb halten? Oder einfach kunterbunt, ne? Schauen wir mal, wie groß das drum ist. Ah, okay. Da könnte man den Baum fast stehen lassen, ne? Mauzerle. Kann man die Dinge dann eigentlich verschieben später? Ich glaube schon, ne? Ja, ja. Katze. Nee, das geht nicht. Ich muss den wegtun. Ich muss den auf jeden Fall wegtun, den Baum. Vielleicht bis an die Hecke ran? Okay, während du, Katze, da noch rumtingelst, fäll ich jetzt den Baum. Also ich habe Rutschen immer rot in Erinnerung. Ja, mittlerweile habe ich auch schon die gesehen, die halt dann so Metallrutschfläche haben, wo du dir halt den Hintern verbrennst, ja. Werde ich nie verstehen, wer auf die Idee kommt, solche Metallrutschen zu machen. Die heizen sich so dermaßen auf, dass die Kinder sich echt die Finger daran verbrennen. Also machen wir sie in Rot, dann machen wir aber das Dach dafür in Blau. So. Und ich will dich, da jetzt die Katze weg ist, ein bisschen drüber noch dahin stellen. Und dann kann man hier nämlich eine richtig schöne Sandfläche auch machen. So, machen wir mal montieren. Habe ich ja auch noch nie gemacht. Das ist bestimmt sakrisch aufwendig.
Hallo? Wo muss ich? Ah! Ja, sei doch, das war modsmäßig aufwendig. Ja, ist für Erwachsene halt nicht geeignet. Ne? Komme ich da hoch? Da darf ich hoch. Was ist, wenn ich da reinfall? Geht nicht. Haha. So, dann machen wir halt noch ein bisschen mehr. Ist ja egal. Da habe ich eh irgendwas übersehen. Da habe ich irgendwo was übersehen. Hier beim Baum. Jetzt. So. Ist auf jeden Fall eine schöne Spielecke, denke ich mal, weil da ist dann auch der Baum eben, der bringt schon ein bisschen Schatten auch. So. Ich glaube, die Schiebetür ist nicht richtig eingesetzt. Die ist mehr draußen als drinnen. Das andere ist aber, ich kann ja da nichts ändern, ne? An der Schiebetür. Ich kann nur auswählen, welche Schiebetür, und dann kann ich nur das Loch raushauen und das war's dann. Da kann ich nichts weiter machen. Es geht nur bei den Zimmertüren. Die kann ich dann noch ein bisschen hin und her schieben. So, ich würde das Ganze einzäumen. Warte mal. Das erste Mal. Ich will eigentlich zurück. Oh, freistehende Pools haben wir ja auch noch. Oh. Die haben wir, glaube ich, schon gehabt, ne? Die Teiche. Elefant hat man auf jeden Fall schon mal. Es gibt mehr Blumenpötte. Oh, geh halt einfach mal da drauf. Gartenstühle und so weiter. Nicht schlecht. Komme ich hier irgendwie wieder nicht. Dekorationen ist es natürlich nicht. Erholung. Erholung war es. Ein Schwebebalken. Für mich ist das eine Wippe. Blau. Machen wir es blau. Grün. Machen wir es halt ein bisschen bunt, oder? Rot sieht man ein bisschen besser. Keine Ahnung. Die Wippe unterm Baum. Kann man ja immer noch umstellen. Haus mit Rutsche. Dann haben wir noch ein Kinderhaus. Was gibt's noch? Ein Kindertor gibt's auch. Karussell. Holla. Stellen wir da vorne mit her. Das soll eine richtig große Spielecke werden hier. Ein Sandkasten.